Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen, aber feinen Video hier auf meinem Kanal. Heute zum 24. Dezember, zum Heiligen Abend und für die Weihnachtsfeiertage und danach. Und ja, ich möchte einfach mal allen, die ich dies Jahr nicht mal sehe oder höre, schreibe, oder generell einfach dafür, das Video schon mal für euch machen, euch eine schöne Weihnachtszeit wünschen, also heute auf jeden Fall einen schönen Heiligen Abend und dann zwei schöne Weihnachtsfeiertage und ja, genießt sie, feiert sie schön im engsten Kreis mit eurer Familie oder euren Liebsten, mit wem ihr auch immer das feiert, genießt die Feiertage, lasst euch nicht ärgern, bleibt schön gesund. Und versucht einfach mal das Thema Corona für die drei Tage zu vergessen. Genießt die drei Feiertage, lasst euch einfach nicht unterkriegen. Und ja, denkt immer dran, was das für Feiertage sind, dass es immer so wichtige Feiertage sind, wo man mit der Familie zusammen feiert, was dieses Jahr eh schon ziemlich flach fällt oder sehr gering ausfällt, was auch schon traurige Sache ist, dass sie das so machen, jetzt gerade über die Weihnachtsfeiertage. Und ja, daher möchte ich einfach mal ein paar Worte loswerden, Panette, und euch halt eine schöne Zeit wünschen und euch für das schöne Jahr danken, generell privat, wie auch YouTube, was das angeht, an meine Familie, beste Freunde und an meine YouTube-Community, ihrer Familia, möchte ich einfach mal danken für dieses Jahr. Auch wenn es nicht das beste Jahr war, es war trotzdem ein schönes Jahr mit euch. Ihr seid die, die mich oben halten und mich das auch mal vergessen lassen. Diese negativen Sachen zum Beispiel. Einfach mal Spaß zu haben und Freude im Leben und dass das auch gerne mache mit meinem YouTube-Kanal für meine La Familia sozusagen und alle Abonnenten und Zuschauer und Freunde, die sich das auch anschauen. Und ja, ich will einfach mal dafür danken für ein schönes Jahr 2020, auch wenn es wie gesagt nicht so toll war. Hoffen wir einfach mal auf das Beste nächstes Jahr 2021. Ich werde euch natürlich auf YouTube die Treue halten und aktiv bleiben. Es wird wieder viele schöne YouTube Let's Play Projekte geben, Vlog Projekte, Tierschutz Projekte, Livestreams und so weiter und so fort. Ich werde euch immer mit viel Content versorgen, mich versuchen noch ein bisschen zu verbessern nächstes Jahr, noch was besser zu machen auf dem Kanal. Vielleicht bekomme ich so auch noch ein paar Klicks mehr, was es angeht. Aber La Familia steht ja voll hinter mir, meine kleine YouTube-Community, was mich auch schon sehr glücklich macht. Ein großes Dankeschön an die Leute schon mal. Einfach mal drei Leute namentlich genannt, die Sophie 3009, der Gottedrache Alex und die Tamesia zum Beispiel, Tamesis, Entschuldigung, dass ich den Namen immer falsch ausspreche. Und ja, dann natürlich auch ganz großen Dank an meine Familie, beste Freunde, auch mal als zwei, drei namentlich genannt, Justin, Svea, Daniel. Ich will jetzt auch mal mit allen nennen, aber das würde sich ja jetzt läppern, deswegen immer mal nur zwei bis drei Namen. Und ja, einfach mal ein Dankeschön an alle von euch. Schön, dass es euch gibt. Schön, dass ihr da seid. Dass ihr so einsteht und einen helft. Und auch wenn es einmal nicht so gut geht, dass ihr so einen steht und einen Kraft gibt. Und ja, deshalb mache ich ja dieses Video, weil ich möchte euch einfach mal danken, gut es geht. Und ja, Entschuldigung, es ist doch früh am Tag, da bin ich immer ein bisschen müde. Und ja,
hoffe natürlich auf ein besseres Jahr nächstes Jahr, dass es vielleicht wieder ein bisschen ruhiger wird über den Jahresverlauf, was das angeht. Diese bestimmte Sache, ich will den Namen nicht so in den Mund nehmen mit dem Video, weil darum soll es ja nicht gehen. Und ja, ich werde natürlich auch, sobald sich das alles mit Corona wieder ein bisschen beruhigt, dann anfangen, so ein paar kleine YouTube-Treffen zu machen, also keine so großen Gruppen, was ja wahrscheinlich eh noch nicht erlaubt sein wird nächstes Jahr. Vielleicht werde ich auch ein paar einzelne aus der Familie persönlich mal besuchen oder treffen, weil das sind ja dann in den Rahmen, in dem man sich treffen darf. Und ja, mal schauen, wie ich das dann machen werde. Auf jeden Fall habe ich, wie gesagt, für nächstes Jahr einiges auf dem Plan. Mal schauen, wie viel ich dafür machen kann. Und ja, einfach mal schauen, was wird im Jahre 2021. Wie gesagt, für alle, die ich ja, dieses Jahr vielleicht nicht mehr sehe, höre oder schreibe, also privat, beste Freunde oder YouTube, wünsche ich auf jeden Fall mal einen schönen Rutsch in das neue Jahr. Kommt gesund drüber, bleibt gesund auf jeden Fall. Das ist mir das Wichtigste. Und wie gesagt, genießt die Feiertage, genießt die Zeit zwischen Weihnachten bis neues Jahr. Versucht euch nicht so viel Stress machen zu lassen wegen der Sache. Versucht darüber zu stehen und stark zu bleiben. Ja, das fällt mir selbst auch schwer, das gebe ich zu. Das Thema heizt mich auch immer sehr auf, aber ich versuche halt auch irgendwie drüber zu stehen und stark zu bleiben, so gut es geht. Und auch meiner Community Kraft zu geben oder meinen Freunden oder Familie, so gut es geht halt. Aber es ist halt immer schwierig, das ist wohl wahr. Und ja. Wie gesagt, ich hoffe einfach auf ein besseres Jahr nächstes Jahr. Ich wünsche mir, dass ihr alle wirklich gesund bleibt, kein Corona bekommt und einfach fit bleibt und so weitermacht wie auch sonst. Euch bisschen schont, sagt man was so, oder Kontakte meidet. Und ja, dann würde ich sagen, war es das auch schon fast für dieses Video, weil mir fällt weil ich nichts mehr einfach nicht sagen soll. Das ist immer das komische, bevor man sowas macht, fallen einem zu viele Sachen ein und wenn man das dann macht, das Video, ist alles weg. So wie Lampenfieber. Man kennt's, ne? Von den großen Leuten und Prominenzen, die auftreten. Und ja. Dann würde ich mich, denke ich mal, an der Stelle verabschieden. Nochmal danke an alle und für alles, was ihr so getan habt, für einen, dass ihr so eingestanden habt und weiterhin für einen da seid. Und Entschuldigung, tut mir echt leid, dass es gehen muss. Und ja, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle für das nächste Video. Zwischen Weihnachten und Neujahr wird es noch Livestreams geben. An den paar Tagen, so viele sind das ja gar nicht mehr. Aber es sind ein oder zwei Tage noch, glaube ich, wo ich dann Stream mache. Montag und Mittwoch, glaube ich. Und Donnerstag ist das schon dann der 31. dann, nächste, also die Woche drauf. Und ja, das habe ich einfach wirklich mal nach dem Schlussvorstellung stottere. Ich verabschiede mich, sage nochmal danke an alle, an meine Familie, beste Freunde und meine Familie, Community auf YouTube. Und ja, wünsche euch noch einen schönen heiligen Abend, zwei schöne Weihnachtsfeiertage und auch einen guten Rutsch in das neue Jahr. Wie gesagt, lasst euch nicht ärgern, bleibt mir bitte gesund und wir sehen uns dann eventuell nochmal in einem nächsten wieder oder dann halt nächstes Jahr wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Und euer Steffen alias das Steffen Zock
sagt auf Wiedersehen, möge die Macht mit euch sein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao. Familie, beste Freunde und na Familia, schön, dass es euch gibt. Ciao, ciao, ciao.